kannst, setz dich in diese Sitzposition. Wenn das für dich nicht möglich ist, kannst du gerne natürlich auch deine Beine nach vorne ausstrecken. Schau, dass es für dich angenehm ist und angenehm bleibt. Aber ansonsten mach nur mit, was für dich geht. Übertreib es nicht. Schau, ob du dich gesund genug fühlst, fit genug fühlst, die Übung mitzumachen. Ansonsten Pause machen. Schau, dass es für dich immer angenehm bleibt. Dann nimm deine Handflächen zueinander. Drück deine Handflächen kraftvoll gegeneinander. Spür den sanften Druck im Brustkorb, in den Schultern. Und dann drehst du deine Hände, deine Finger greifen sich und du ziehst an den Händen dich auseinander. Handflächen zusammen, dreh die Hände, zieh wieder an den Händen, zieh dich sanft auseinander. Und dann nimmst du die Handflächen wieder zueinander, hebst die Hände, die Arme nach oben an. Schön strecken und dann die Hände in den Nacken legen. Ellenbogen zeigen nach oben. Schön Länge schaffen. Arme wieder nach oben heben und die Hände zum Herzen. Verschränke deine Finger ineinander, strecke deine Arme, deine Hände nach vorne aus, hebe die Arme nach oben an und die Handinnenflächen ziehen nach oben. Achte drauf, dass du das Kinn nicht so nach unten senkst, sondern entspannt gerade ausgerichtet bleibst, die Handinnenflächen ziehen nach oben. Dein Atem bleibt dabei locker und entspannt. Und dann weit über die Seite, die Arme senken, die Hände am Rücken falten, Hände verschränken am Rücken, Arme ziehen zurück, Schultern ziehen zurück, Brustbein schiebt sanft nach vorne. Die Arme nach vorne, nach oben heben und strecken, Länge schaffen. Dreh dich nach rechts, linke Hand auf den rechten Oberschenkel, rotiere den rechten Arm um den Körper herum, bis die Hand am Rücken ankommt, dann drehst du dich sanft über deine rechte Seite. Einatmen zurück, beide Arme nach vorne oben heben und ausatmen, dreh dich nach links, rechte Hand auf den linken Oberschenkel, linke Hand hinten an den Rücken anliegen und dreh dich sanft über deine linke Seite. Zurück, beide Arme nach vorne nach oben heben und die Arme senken, beide Handflächen berühren den Boden, hebe deinen linken Arm, einatmen und ausatmen, beuge dich nach rechts, die Fingerspitzen der linken Hand ziehen kraftvoll nach rechts, kannst den Oberkörper ein wenig nach oben aufdrehen, bleibe auf beiden Sitzbeinen, kann sitzen, einatmen, Mitte und zurück, Arm senken, hebe den rechten Arm nach oben, einatmen und ausatmen, beuge dich nach links. Der rechte Arm zieht jetzt kraftvoll nach links, dreh dich einen Hauch nach oben auf. Und einatmen und ausatmen zurück. Dann strecke die Beine nach vorne aus und strecke und flexe ein wenig die Füße. Dann die Füße mal in eine Richtung kreisen lassen. Richtung wechseln. Bewegung anhalten. Das rechte Bein etwas heben. Zieh das rechte Knie zu dir heran. Richte dich auf. Halte dich am Knie fest. Greif mit der linken Hand den rechten Fuß von außen. Jetzt kannst du probieren, dein rechtes Bein nach vorne auszustrecken. Vielleicht ein Stückchen. Vielleicht ein Stückchen mehr. Die rechte Hand legst du auf deiner rechten Seite am Boden ab. Drehst den Oberkörper etwas nach rechts. Wenn es für dich geht, strecke das rechte Bein vielleicht noch etwas mehr, richte dich auf und drehe dich über deine rechte Seite. Das Bein muss nicht gestreckt sein. Das ist auch okay. Also guck, was für dich geht. Wenn du möchtest, kannst du die rechte Hand vom Boden lösen und den Arm nach rechts ausstrecken. Brustkorb etwas anheben, Länge schaffen. Und zurück. Und das Bein nach vorne senken. Kurz nachspüren, ein bisschen umher bewegen. Und dann hebt dein linkes Bein etwas an. Winkel das Bein an, zieh dein Knie zu dir heran, richte dich auf. Jetzt geht die rechte Hand
außen an den linken Fuß. Linke Hand schon mal hinter dir links absenken. Das Bein etwas nach rechts oben aufstrecken. Der Oberkörper dreht sich. Und vielleicht das Bein noch etwas mehr strecken, aber nur wenn es geht. Dreh dich über deine linke Seite. Vielleicht die linke Hand, den linken Arm heben und twist nach links. Langsam zurück und lösen und Beine erstmal ganz entspannt lösen. Okay. Für die nächste Übung wäre es ganz gut, wenn du vielleicht einen Gurt hast oder ein Seil. Dann brauchst du Klötze oder irgendetwas, was so aussieht. Auf den einen Klotz setzen wir uns drauf. Dann nimmst du den Gurt einmal um den Rücken herum, winkelst das linke Bein an und legst den Fuß in die Schlaufe hinab. So, jetzt auf dieser Höhe den Gurt platzieren. Ich habe die Schlaufe immer ganz gerne bei mir, dass ich da den Gurt vielleicht noch ein bisschen enger ziehen kann. So wie jetzt. Und dann streckst du dein rechtes Bein aus. Wenn du jetzt keinen zweiten Klotz oder ein zweites Hilfsmittel hast, kannst du in der Position verweilen. Wenn du möchtest, streckst du deine Arme nach oben aus. Und wenn du Lust hast, nimmst du den Klotz oder dein Hilfsmittel und schiebst es nach oben. Vielleicht achtest du darauf, dass deine Füße etwa auf Augenbrauenhöhe sind. Atem bleibt entspannt. Lösen und aus der Position herauskommen. Seite wechseln. Du weißt natürlich, du kannst die Position länger halten oder kürzer halten. Guck, was für dich angenehm ist. So, linke Seite. Mit Klotz, ohne Klotz. Fass erstmal ohne Klotz. Brustkorb ein bisschen nach vorne schieben, Schultern rollen leicht zurück. Niemals ein Hohlkreuz, ins Hohlkreuz hineinschieben. Kannst du beide Arme nach oben ausstrecken. Kannst auch noch ein Hilfsmittel dazu nehmen. Lösen, anwinkeln, den Gurt lösen, Gurt und den Klotz zur Seite legen. Dann kommst du in den Vierfüßlerstand. Achte darauf, dass deine Hände fest mit der Matte verbunden sind. Da passt kein Stück Papier dazwischen, also auch schön Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen auflegen, Fußzehen aufstellen, dann den Po anheben und mit angewinkelten Beinen kommst du in den Hund hinein. Bewegst ein wenig deinen Körper. Schwenke den Körper ein wenig hin und her. Dann mal die rechte Ferse tiefer senken, das linke Bein anwinkeln, schieb dich weiterhin kraftvoll nach oben. Linke Ferse tief, rechtes Bein anwinkeln. Beide Beine anwinkeln, schieb den Po nach hinten oben, streck die Beine fersentief. Kommst du auf deine Knie, Knie etwas weiter öffnen und gehst in die Stellung des Kindes. Dann nochmal Kopf heben, Blick nach vorne und geh noch einmal in deine nach unten schauenden Hund hinein. Genieße die Länge, die entsteht. Achte auf deine Hände, dass die Hände fest mit der Matte verbunden sind.
zurück auf deine Knie. Stellung des Kindes.